Hallo und herzlich willkommen in der Pummelrunde mit der Pseudonyma. Wir haben einen Key bekommen für das Spielertrader Live Simulator und zwar von Mohamed von DNA Army Gaming. Vielen Dank dafür. Und wir dürfen dieses Spiel jetzt mal ausprobieren, um uns anzuschauen, was das so ist und wie das so funktioniert und was wir hier machen können. Was haben wir? Oh Gott! Hat euch das auch erschreckt? Hä? Okay, wir haben wohl keine Settings. Oh, hä? Wieso ging es gerade nicht? Keine Ahnung. Oh, wir haben sogar German. Grafikeinstellungen High. Ultra. Wir nehmen Ultra. Was haben wir hier denn noch? Ach, ja, lassen wir mal so. Schön. Das ist viel zu laut. Darf ich das leiser machen? Oh Gott. Ja, okay. Die Einstellungen. Schön. Jetzt mal ernsthaft, wer macht denn sowas? Also ist doch... Das muss leiser werden. Okay, wir fangen jetzt einfach an. Oh Gott. Ja, wir bauen einen Shop auf. Und zwar, weiß ich gar nicht. Ich glaube so ein Store einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen, mit wie, was man da so sieht wahrscheinlich, ne? Da Lebensmittel vor allem. Meine Herren, das war eine lange Lade. Okay. Urin, Verschmutzung und Hunger. Das ist wahrscheinlich Hunger. Ja, gut. Okay, hier wohnen wir. Hier ist... Das ist ja ein schönes Zimmer. Huch, achso, da ist nur eine Wand. Hier, Waschmaschine. Wir haben gar keine Toilette. Können wir hier was machen? Achso, das sind davon die. Oh, gut. Tutorial vielleicht? Nein. Gehen wir mal die Treppe runter. Aha. Kommen wir hier raus? Nö. Hier? Auch nicht. Ich bin gerade sehr fasziniert von dem, was hier so gibt. Huch! Maus, zu schnell! Viel zu schnell! So ist besser. Entschuldigung. Kann man hier was trinken? Nö. Okay, dann... Ja, wie gesagt, so ein Tutorial wäre schon nice, aber okay. Huch! Nehmen Sie das Auto und gehen Sie zu Ihrem Geschäft. Klemmen Sie sich das Auto unter den Arm. Alles klar. Es tut mir leid, aber ich mag so Übersetzungssachen. Huch! Erschreck mich doch nicht immer so, bitte. Drücken Sie M, um die Karte zu öffnen. M. Hier wohnen wir. Wo ist mein Job? Da. Okay. Was gibt's denn hier alles? Smartphone, Laptops, Pharmacy, Tools, Car. Was ist ein Jabber-Shop? Keine Ahnung. Getan. Haben wir getan. Das ist ein komischer Ort hier. Wieso haben wir da oben noch Fenster? Da ist wahrscheinlich haben wir einen Dachboden. Überprüfen Sie den Status des Autos. Drücken Sie E. Das hier ist mein Auto, ne? Vermutlich mein Nummernschild. Was UA? Ich weiß nicht, ich bin unwissend. E. Aha, Öl, Gas und Autowerkstatt-Sachen. Achso. Fahrt. Zurücksetzen. Offene Tür? Oh, die. Okay. Coverraum. Gut. Verwenden Sie das Telefon, indem Sie die Taste N drücken. N. Ich habe kein Telefon. Gut.
Wir müssen ja die nächste rechts. Was denn mit diesem Urin und Verschmutzung und so? Wo kommen wir denn? Ich hatte doch nichts, was ich benutzen konnte. Best Burger. Okay, warte, wir fahren mal zum Laden. Wo ist denn jetzt unser Laden? Der da hinten, ne? Oder? Das hier? Ich glaube ja. Keine Ahnung, wo soll ich ihn parken? Hier? Hallo? Der sieht nicht nett aus. Was? Stehe ich falsch? Nö, eigentlich stehe ich gut, oder? Huch! Der Arbeiter wird den Verkaufsprozess abwickeln. Alles klar. Das ist mein Arbeiter? Wieso steht er da so, als würde er jeden Moment jemanden angreifen? Ist das meine Tür? Ach so. Hallo. Oh. Mann, ey. Drücken Sie Q, um die Möbel zu platzieren. Mach wieder. Hallo? Ah. Haben wir hier ein Klo? Ein Laptop zum Speichern? Hallo? Ed. Ich nenne dich mal Ed. Das ist kein Laptop. Sprich zuerst mit Jabba. Ist das Jabba? Ach so, okay, warte mal, Kuh. Boah, dieses Geräusch, ne? Das ist ja furchtbar. Okay, Rack, Laptop, Wall, Laptop. Brauchen einen Laptop, wie teuer ist denn der? Platz! Das ist wie ein Hund. Sitz, Platz und so. So, da so. Speichern. Ach da. Guck mal, schon haben wir gespeichert. Krass. Oh, wie komme ich raus? Getan. Es tut mir leid, aber dieses Klicken ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Verwenden Sie den Laptop, um Ihren Fortschritt zu speichern. Ja, habe ich doch gerade. Kann man das nicht? Ach, guck mal, hier kann man auch. Oh. Bildschirmauflösung im Zimmer. Man kann es echt nicht leiser machen, ne? Weißt du, dann mache ich jetzt das Spiel für mich leise. Und ihr müsst leider selber entscheiden, ob ihr dieses Klicken aushaltet oder nicht. So, das ist, glaube ich, erträglich. Also, wie gesagt, ne? Ich versuche das leise für euch zu machen, okay? Das ist ja furchtbar. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, oh, starten Sie das Auspacken der Waren, indem Sie F drücken. Jetzt lasst mich das doch auch tun. Okay, besuchen Sie Jabbas Shop, um Nachschub zu leisten. Zu leisten? Aha, vielleicht brauchen wir doch einen Reck. Wir brauchen eine Toilette. Können wir vielleicht hier eine Toilette hinsetzen? Hier so. Guck mal, hier ist die doch schon mal erstmal ganz gut, oder? Die können wir doch bestimmt noch dann. Warte. Ich geh mal eben aufs Klo. Guck mal. Geht. So, viel besser. War nur mal immer auf dem Klo. Alles gut. So. Ein Rack. Haben wir noch andere? Wall. Doorframe. Door. Bed. Table. Okay. Dann kaufen wir einen Rack. Huch. Oh Gott. Oh. Besuchen Sie das Möbelgeschäft, um ein Bad zu kaufen. Also das Spiel, ne?
Es bedarf noch einiger Feinheiten, absolut. Als erstes der Sound, dann dieses Aufploppen die ganze Zeit, ne? Das ist so. Uff. Um ein Bad zu kaufen, ein ganzes kann ich direkt. Okay, ja, ich habe jetzt erstmal ein Klo im Lager, alles gut. So, warte mal. Das stellen wir jetzt genau hier so hin. Wo ist denn da hinten und wo vorne? Keine Ahnung. So. Hier schön vors Fenster, ne? Guck mal, dann sehen die Leute nämlich direkt, was wir so an Waren haben. So. Guck mal, das können wir schon mal. Müssen wir hier öffnen oder so? Ah, jetzt offen. Alles klar. Ja, wir sind zwar noch hier. Ach nee. So. Windeln sold. Boah, so schnell kann ich ja gar nicht hier. Schneller. So, die haben wir auch noch. No Erdbeerkeks. Sorry. No Erdbeerkeks. So, warte. Das drehen wir mal. Kann man es von beiden Seiten sehen? Mein Gott, wie viel haben wir denn davon? Das mit dem Drehen geht echt zu langsam, ne? No Gurke. Oh no. Ich möchte das gerne da hinstellen. Mist. Okay, wir müssen uns mehr beeilen. No Gurke, no Olive. Ah! Haben wir gar nicht hinterher. Ja, das ist gut. No Milch. Oh nein. Wie viel haben wir denn davon? Okay, weißt du was? Das reicht jetzt erstmal. Ich guck mal, was hier drin ist. Was ist das denn? No Eiskübel. Ja, es tut mir leid. Lass mich doch mal erstmal. Was ist das? Er weiß gar nicht, was das hier ist, was wir hier haben. Und wo sind die Kasten? Ach, da ist ein Customer. Hey, ist das dein Zwillingsbruder, Ed? Oh. Ah, Tee und Kaffee war das. Alles klar. Das scheinen alles Brüder von ihm zu sein, was? Ich hätte das Regal nicht so weit wegstellen sollen, oder? La 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 la. No Gemüsepizza. Oh no. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung, was ist das? Klopapier? Binden? Was ist das? Ich weiß nicht. Was hier? No, no Burger. Das Öl können wir gut da drauf. Weißt du was? Wir müssen ja nochmal zumachen, oder? Das, So, warte mal. Lass mich doch hier mal erstmal auspacken, ja? Wenn du aufs Klo musst, da steht eine. No Eier. Nix da. So. Ist denn das hier bald mal irgendwann leer vielleicht? Da passt nichts mehr hin. Ach, wieso nicht? Aha, jetzt ist leer. So, okay, dann können wir das nehmen und vielleicht hier so noch zwischen. Wie das? Nein? Ja, dann halt dahin. So, guck mal, das machen wir als Ausstellungsstück. Ja, ich würde sagen, ich räume mal hier alles aus gerade. Und dann gucken wir weiter. Toilettenpapier ist es. Alles klar. So, fertig. Regal ist schon mal voll. Ich weiß gar nicht, was da oben hingepackt hat. Was ist das? Öl? Wieso? Saisonning? Keine Ahnung, kann ich lesen. Ja, wir sind jedenfalls fertig.
Dann machen wir mal auf. Flüstert da immer irgendwer, wenn das Tor aufgeht? Können wir jetzt auch gehen einfach, weil wir haben, glaube ich, ein bisschen Hunger, oder? Was haben wir denn da? Da ist die Bank. Warte mal. Gewebe. Wo fahren wir denn? Sagt da mal jemand Igitt? Ich höre mal jemanden Igitt sagen. Muss nochmal Pipi. No Eiskübel. Das hört sich an, als würde da jemand Igitt sagen. Jabba Delivery. Okay. Was ist das? Das ist keine. No Aubergine. Nix haben wir da. So, das ist nicht unser Gebäude. Gut. Gucken wir uns mal hier um, ne? Der kann das ja alleine kaufen. Verkaufen. Warte. So. No Thunfisch. Wir müssen auch bald eh zumachen, glaube ich. Ich meine, hört hier die ganze Zeit Autos, aber es passiert nichts. 20 Uhr schon. Oh Gott. Hat da jemand Pipi drin? Ach, Waschmittel war das wahrscheinlich, ne? Hier. Order and pay here. Wie denn? Hallo, ich hab Hunger. Sag mal, kennst du meinen Angestellten? Ein Burger bitte. 25 Dollar für einen Burger? Platz? Oh, guck mal, hier steht schon was. Können wir das so? Essen. Die Pommes will ich auch essen. Und die gehen nicht. Guck mal, wie einfach überall schon was steht, ne? Ich habe leider vorher nicht geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Early Access ist. Ziemlich. So, ich renne mal eben hier auf der linken Seite zurück und dann müssen wir, glaube ich, den Laden wieder zumachen, ne? Juppie. Ja, ja. Autosave. Was hat dieser Ort hier für eine Daseinsberechtigung, frage ich mich. Aber gut. Ist auch nicht. Da ist wenigstens eine Tür. Hallo? Guck mal, da hinten rennen Leute rum. Hallo? Ich habe Öl gekauft. War das gut? Können wir noch was kaufen? Nö. Na gut. Können wir ein Telefon benutzen? Nö. La 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 la. Was ist das hier? Okay, ich glaube, da sollen wir nicht reingucken. No light! Was? Wieso haben wir kein Licht? Achso, ist zu jetzt. Okay. Was war da? Was? L? Wofür soll ich L drücken? Ach so, Taschenlampe. Okay. Ja, wir können nur hier übrigens speichern. Hat das Spiel mir gerade gesagt. Beschwert sie. Wer? No Erdbeerkeks. Warum? Keine Ahnung, wofür das ist. Gurken. Mieten Sie einen zweiten Kassierer. Ich soll den bieten? Sonnenbrille, Anzeige, Zeitungsständer. Juice Machine. Wo ist denn die jetzt? Wo ist meine Juice Machine? Hallo? Ich habe die jetzt einfach nur bezahlt, aber die ist nicht da, ja? Ah, da! Wieso steht die da draußen? Warte mal. Lass den mal zu. Kann auch hier wieder zumachen. Es ist sehr dunkel hier. Huch. Wofür ist das?
Ein Smartphone hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Fahrzeuge. Ich habe nur eins, aber danke. Hallo? Ich habe ein Foodcard gekauft. Ich habe was zu essen gekauft, oder? Okay, warte. Hier glaube ich jetzt alles zu, oder? Meine Herren, ist das dunkel hier. Haben wir eigentlich ein Bett? War das nicht die Bank? Ah, wir haben Licht am Auto, das ist schön. Müssen wir eben drehen. So. Ich glaube, hier passiert nur ein bisschen was, oder? Pharmacy. Oder hatten die gerade auf Tools? Warte mal. Ich muss mal eben... Bleib doch mal stehen! Entschuldigen Sie? Auf was passt der denn hier auf? Wieso leuchtet das auch? Dieses Spiel ist etwas komisch, aber ist auch lustig. So, ich hoffe, den können wir nicht umfahren. Ups, wir können den, glaube ich, umfahren. Sorry! Okay. Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Ich denke, ich muss ein Bett kaufen, um schlafen zu können, oder? Guck mal, wie gut wir hier fahren können. So. Ne, hier ist auch falsch. Warte mal. Oder? Ne, hier ist richtig. Hier habe ich einen Burger gekauft. Genau. Stehen bleiben! Diese Bremsen an dem Fahrzeug sind furchtbar. Wo war Jabba? Was? Achso, Autosave? Ja, ja. Jabba, grün. Grün. Das da? Das ist da oben, ne? Hier ist ein Möbelhaus. Okay, kommen wir da. Ach, kann nicht nochmal M drücken. Was machen wir denn hier in der Walachei, bitte? Boah, dieses Auto ist furchtbar. Meinst du, es gibt noch andere Autos, die besser sind? So, hier können wir ein Badezimmer kaufen, ja? Sollten nicht so schnell fahren, sonst können wir gleich wieder nicht bremsen. Wo ist denn der Eingang davon? Hallo? Wo geht's denn da rein? Hier einen Eingang gesehen? Stehen bleiben. Licht aus, aussteigen, los. Hallo? Raus? Dürfen wir nicht raus. Gut, dann fahren wir halt weiter. Vielleicht, ich hoffe, wir dürfen zu Hause aussteigen. Unser Haus ist gruselig. Dass mir das gehört. Hallo, jetzt du. Boah. Dieses Auto, ne? Bleib stehen. Danke. Rennen wir halt zu Fuß dahin. Ist mir doch egal. Aber es hat bestimmt zu jetzt, oder? Mein Gott, ist das dunkel. Wow. Diese Taschenlampe ist der Wahnsinn. Hallo Möbelgeschäft, lass mich rein, bitte. Wo ist denn der Eingang? Ich werde nicht mehr nach Hause finden, gleich. Okay. Ja, ist gut. Ich finde wieder nach Hause, weil nirgendwo anders darf ich hin. Dann gehen wir halt nach Hause. Wieso habe ich immer weniger Geld? Wieso kostet mein Essen so viel? Okay.
Vielleicht können wir ja auch zu Hause schon direkt ein Bett hinstellen. Meine Güte, wir sind sehr langsam, wenn wir so laufen. Vielleicht kostet das Bett ja auch nur $20. Dann geht's. Der Asphalt ist hier sehr weich. Das ist so, das ist völlig normal. Oh, wir haben. Jemand hat eingebrochen. Nee, ich glaube, wir haben die Tür nur aufgelassen. So, wieso kommen wir eigentlich hier? Wir haben doch Eier. Wieso können wir uns nicht ein paar Eier braten? Pfannen haben wir auch. Nee, will er nicht, ne? Na gut. Huch. Bett? Das sind Sachen, die wir schon haben, nicht wahr? Ich glaube, wir stellen das so hin. Wir haben noch einen Tisch. Stellen den Tisch mal nach unten. Wofür? Warte mal, wir stellen den Tisch ja nicht ins Bad. Wir hätten wirklich unser Klo hier hinstellen sollen. Naja. Ja, da ist gut. So. Schlafen? Gott sei Dank, endlich ins Bett. Es war so ein anstrengender Tag. So. Wieso stehen wir denn schon hier? Wir werden immer dreckiger, aber ich kann leider nichts machen. Wir können ja nochmal versuchen, ob wir jetzt vielleicht Möbel kaufen dürfen. Ach, wir müssen von der Seite da drin. Ah, getan! Danke. Das ist ja gemein, ne? Ist direkt hier und wir müssen einmal rumherum fahren. Na gut, dann machen wir das halt. Ich hoffe, die haben da ein Klo. Naja, wird schon gut gehen. Wir müssen jetzt halt einfach mal nach zum Jabber. Ja, das passt. Erstmal zum Möbelladen, dann zu Jabba. 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 Ich weiß nicht, wie heißt der Mann eigentlich. Hab angehalten. Was ist das? Ah, okay. Von zu, was? Ja, alles klar. Jetzt mal ernsthaft, wieso stehen die alle da so, als würden die einen jeden Moment aufs Maul hauen? Hm? Kostet denn eine Toilette so viel? Was ist das für ein komischer Vogel? Der immer so wie macht. Ja, gut. Komm später nochmal. Nein, nee, rückwärts. Ja. Vorwärts. Warte, ich muss jetzt gucken, wo ich hin muss. Ah, Leertaste ist Bremse. Können wir das nicht? Gut. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht macht. Raus. Dann die zweite links. Okay. Mal sehen, was er uns so alles nicht verkauft, weil wir. Was? Was? Der kriegt da noch Geld? Darlehen? Hm.
Sollten wir dann mal gucken, ob wir Darlehen aufnehmen? Wer baut denn hier so eine Straße, wenn man nur mit WASD hier Dinge tun kann? So. Hab angehalten. Einige Produkte müssen sich im Kühlschrank befinden, in dem sie verrotten. Einige Produkte müssen sich in einem Kühlschrank befinden, in dem sie verrotten. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Oh, er hat nur Sachen, die im Kühlschrank stehen. Nee, hier hat er was. 31, 37, 95? Haben wir da eine Kiste davon gekauft? Warte mal. Ich weiß nicht. Nein! Oh! I! Ah! Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt eine Kiste Nudeln gekauft. Und wir haben kein Geld mehr. Ja gut, wir haben jetzt ein paar Nudeln gekauft, ne? Es ist, ja. Wir machen da mal den Laden auf. Dieses Auto. Dieses Auto ist furchtbar. Irgendwann wird es uns umbringen. Wahrscheinlich nicht, weil wir können hier aber gegenfahren, ohne dass irgendwas passiert. Aber halt, warte, ich habe vergessen, wo lang? Da lang. Ach ja, weißt du, das wird auch gehen schon. Nein? Ja, vielleicht? Uh-oh. Das ist ja nett. Okay, ich fahre ja wieder runter, wenn ich darf. Das ist völlig normal. Wir haben uns mal eben ein bisschen im Dreck rumgerollt, okay? Das ist gar kein Problem. Schon okay, gut, da wären wir nicht so gut drüber gekommen. So. Machen wir. Ich will ja mal so aufmachen. So, das muss hier nämlich, wir müssen das hier ganz akkurat machen. Das muss hier in das Lager, so, wieder zumachen. Dann machen wir hier zu. Da sagt echt immer jemand Igitt. Wenn, also, jetzt mal ernsthaft. Wenn wir das Tor aufmachen, sagt jemand Igitt. Igitt. Sie, auf jeden Fall. So. Oh, du bist ja schon da. Warte, hier, wenn mal auf. So, und dann hole ich mir mal den hier. Wieso sieht unser Angestellter heute anders aus? No Marmelade, hallo. Wir haben jetzt Pasta, ja? Wer will denn Marmelade? Pasta ist das neue It-Produkt überhaupt. Tee. Auch gut. So. Verkauf, was das Zeug hat, Bernhard. Du bist ja nicht mehr Ed. Gewebe! Was zur Hölle ist Gewebe? Ist das da oben das? Ich weiß es nicht. Wie du stehst. Ich schwöre, ich habe das nach Farben sortiert. Notchips eher, ja. Hallo, kannst du bitte?
Orangen, ja. Sehen wir aus wie ein Gemüsehandel oder was? Das sind doch auch andere hier. Wieso verkaufst eigentlich du und ich bin für die Regale zuständig? Ist es nicht normalerweise andersrum? Schussmaschinen! Ha! Da kaufen auch Leute was. No Gurke. Ich beobachte mal meinen Mitarbeiter ein bisschen, ob der das auch gut macht, okay? Ja, das ist ein guter Plan. Wieso kriegen wir kein Geld? So. No Marmelade. Okay, weißt du was? Wir gucken mal, ob wir Marmelade finden, ja? Vielleicht sollte ich vorher auf der Karte gucken. Wo konnten wir denn Marmelade kaufen können? Trading Company. Was tradet die denn? Exporting Company. Fahr mal zur Trading Company, okay? La 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 la. So. Ja, da passt. Siehst du? Hat gut gepasst. So, du verkaufst da fröhlich vor dich hin. Klau bitte kein Geld aus der Kasse. Das wäre nett. Und auch wenn ihr alle so aussieht, als würdet ihr es gerne tun, bitte haut euch nicht gegenseitig aufs Maul. So, ich denke, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir duschen können. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Das ist so. Wenn man anfangs einer Selbstständigkeit kann man sich halt nicht waschen, ne? Das ist halt so. So, hier und dann das linke. Ich würde ja auch gerne ein neues Auto kaufen, aber es geht ja nicht. No Tomatenmark. Aha. Hallo? Was kann ich hier? Aber was kann ich hier tun? Bei Financial Stocks in Trading Company. Ich habe nicht genug Geld, da statt 7K. Ach so. Gut, kein Problem. Kaufen wir halt auch eine Badewanne. So, warte. Wie viel Uhr? 14? Alles gut. Dann fahren wir jetzt mal hier rüber und gucken uns einfach nur an, was da so los ist. Pasta für 8. Die Autos kann ich hier alle kaufen, oder was? Aber ja, gut, ich sag da nichts zu. Abholen, Lastwagen, Roller. 500, Lastwagen. 2500, abholen. Abholen. Das müssen wir. Ja, okay. Und den Roller. Ich brauche auf jeden Fall diesen Roller. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel lang genug spiele, um den. Tschüss, bis bald. So, warte mal, wo waren wir denn überhaupt jetzt nicht? Das ist okay, dass das Auto rollt, das ist ganz normal. Wir müssen. Hier ist auch noch ein Möbelgeschäft. Wo fahren wir gerade hin? Auto, du darfst gerne stehen bleiben irgendwann.
Warte mal. So. Hier können wir Handy kaufen. Wir können kein Handy kaufen. Wir schaffen das ohne irgendwas, klar. So. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Getan. Ja. Weiter geradeaus, bitte, wenn ich diese Taste drücke. Ich weiß, ihr merkt das nicht, aber ich drücke W für geradeaus. Tiernahrung? Wo kann man die denn kaufen? Ja, jedenfalls drücke W und es passiert einfach nichts. So, warte mal. Hier, ne? Ne, da ist ein Computer. Da. Ach, die haben nur Regale. Okay, ne, wenn die nur Regale haben. Okay, wir gehen zur Bank und gucken, ob wir einen Kredit kriegen. Ja. Hat ja keinen Zweck. So, wie geparkt, wie immer. Bisschen was haben wir noch? Alles gut. So, 17 Uhr. Geld überweisen. Ja, ich will einen Kredit aufnehmen. Geld überweisen oder einen Kredit aufnehmen. Lass mich. Hallo? Okay. Hallo, ich möchte einen Kredit aufnehmen. Ich weiß nicht, wie vertrauenserweckend der ist, aber... Ich kaufe mir eine Badewanne. Musst du das hier irgendwann auffüllen? Sieht nicht so aus, ne? Läuft? Ich habe Geld gesammelt. Warte mal, ich muss... Also irgendwie scheinen die hier in dieser Stadt auch alle miteinander verwandt zu sein. Kann das sein? No Plätzchen. Hallo, ich muss nochmal... darf ich bitte... Ach, weißt du. Halt das Eis im Bar bei mir, ist gar kein Thema. Handwäsche? Wir sehen auch keine Wäscherei. Ich komme ja auf Ideen. Ja, wir lassen dann noch ein bisschen hier. Wie haben wir ihn genannt? Bernhard. Ich weiß nicht mehr. Sein Job tun. Sterben wir, wenn Verschmutzung auf 100 ist? Ich weiß nicht. Ja, den lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen seinen Job tun. Und wir machen um 19 Uhr dann dicht. Kann ja nicht mehr lange dauern. Und dann fahren wir ins Möbelgeschäft und holen uns eine Badewanne. Guck mal, schon 19 Uhr. Super. Huch. Nein, aus. Das wollte ich gar nicht. Schließen. So, wir haben... Geh nach Hause, ist 19 Uhr. Los, ab nach Hause hier. Geh nach Hause, du kostest nur Geld, wenn du hier bist. So, wir gehen uns den Badewanne kaufen. Und dann können wir uns sauber machen. Ist das nicht schön? Geradeaus, bitte. Danke.
Dieses Auto macht mich wahnsinnig. Aber weißt du, was echt schön wäre, wenn wir zu Hause essen machen könnten? Das wäre super. Aber naja. Man kann halt nicht alles haben, was man will. Vor allem kein Auto, das das tut, was man ihm sagt. Das ist auch schwierig. So. Und die Vögel machen immer noch sehr seltsame Geräusche. Hallo, ich will. Ja, ist in Ordnung. Ich parke hier, ist kein Problem. Brauche eine Badewanne, bitte. Guten Tag. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht, obwohl ein Klo wäre doch gut, ne? Eine Badewanne, noch ein Klo. So. Brauchen wir noch was? Sollen wir noch Regal kaufen? 175, 150. Wie teuer sind die denn? 750? Ist das hier ein Kühlregal? Kann zum Anlegen von Produkten verwendet werden. Wie anlegen? Sieht nicht aus wie ein Kühlregal. Wo ist ein Kühlregal? Hier. Das hier. Ha! Das ist auch kühl? Oh, das. Oh, okay. Wofür ist das? Chipsanzeige. Aus Pappe. Na gut, wir kaufen jetzt. Wenn ich das kaufe, haben wir wieder nichts, ne? Aber dann können wir bei Jabba was kaufen. Ach, was soll's, zur Not kaufen wir halt noch einen Kredit. Wir kaufen keinen Kredit, wir. Egal, du weißt schon. Haben wir jetzt nochmal eben zur Jabba? Ja, ne? Ist noch jung der Tag. Ist ein bisschen dunkel, aber geht noch. Ich hoffe, der hat da noch auf. Aber wir beeilen uns. Guck mal, wir machen sogar Licht. Entschuldigung, muss das mal kurz machen. Schabba! Schabba macht noch nicht zu. Bin da. So, machen wir direkt hier auf. Dieses Auto, ne? Eigentlich müssen wir das behalten, weil es ist offensichtlich unkaputtbar. Guck mal, wir erleuchten hier auch alles für dich. Die müssen eigentlich cool gehalten werden, ne? Wie kommen wir denn an den Kuchen? Ach, hier. 590. 35. Ja, wir kaufen Bananen. Ja, gut, dass das so geht. So, Bananen, dann Zucker. Wir kaufen einfach alles, was man braucht, um Kuchen zu backen, okay? Vorausgesetzt, ich kriege das alles ins Auto. Kriege ich noch eine Kiste ins Auto? Machen wir es mal. Was hier eigentlich noch alles? Oh Gott! Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Ist das Eis kühl? Nee, ist nicht kühl. Der eine wollte doch Milch, oder nicht? Wo ist denn Milch? Ach hier, wir wollten doch kalte Sachen kaufen. Mensch! Schokoladenmilch. Was wollen wir denn noch? Wir können nicht. Wir wollen die Schokoladenmilch auf jeden Fall. Ja, es passt schon mal sehr gut. Fleisch, Eis, Eis, Waffeln, Burger. Ich weiß gar nicht, ich kann mich überhaupt nicht. Wie soll man sich denn da entscheiden? Milch ist eigentlich Milch und Schokoladenmilch. Meeresfrüchte. Pizza. Wir kaufen Gemüsepizza. So. Ich glaube, mehr kriegen wir da eh nicht rein, ne? Okay. Dann fahren wir jetzt wieder zum Laden und bauen das mal alles auf, ne? Autofahrt, auf geht's.
Tschüss, Jabba. Bis gleich. Dieses Auto ist so furchtbar. Egal. Hä? Ich hab Licht an, ich schwöre. Ich sehe nichts. Muss ja auch noch baden, ne? Oh Gott. Ich habe mir dafür noch Zeit. Aber ja, wird schon. Das wird schon, ist gar kein Thema. So. Wir werden schon nicht überfallen werden hier nachts. Ist eine sichere Stadt. Ich fahre gerade rückwärts. Ja, das ist okay so. Fritsch. Was haben wir hier drin? Sehr gut. Oh, das ist bestimmt dann noch teurer jetzt, ne? Dieses Platzieren, ne, ist schon ein bisschen furchtbar. Aber. Ne, da geht nicht. Okay. Wie viel sind da noch drin? Okay. Wisst ihr was? Ich mach das hier mal eben. Und wenn ich alles platziert habe, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit den Bananen, ne? Können die da auch da rein? Ja, ne? Ich meine, die müssen jetzt nicht unbedingt kühl sein, aber die vergammeln hier drin auch, habe ich gehört. Oh Gott, man muss sie tatsächlich einzeln da rausnehmen. Okay, machen wir doch mal eben schnell. Ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich gerade sowas gekauft. Jetzt vergammelt das alles wegen Kinkalitzi. Ich brauche noch einen Kredit, bitte. Hallo? Ich stinke. Ja, ist jetzt aber doof, ne? Ich kann jetzt nicht mehr rennen, weil ich stinke. Ach, ist doch nicht wahr. Ich wollte doch nur. Add funds to Visa card. Ach nö. Ja, ich muss so viele Sachen machen. Halt Schnauze. Wo ist denn der nächste? Boah, dieser Song geht mir voll auf den Keks. Da. Müsste hier sein, ne?
Wo denn? Ach da. Ja, ich weiß, halt die Klappe jetzt. Okay, Transfer von hier die 50 bitte und ach, das geht hier nicht. Oh, ich bin wahnsinnig, ne? Wir müssen zur Bank. Gut, dass das Auto nicht auch langsamer wird. Lass mich raus. Na, 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 na. Kann ich eigentlich auch meine... Hier meine, dieses Gesumme immer, ne? So, 100. Und dann... 100. So. Ich stelle gleich die Badewanne einfach bei uns im Lager auf. Ich habe ganz schön Hunger und so. So. Schon alles schlecht? Ich hoffe nicht. Bitte. Speichern. Oh. Holen wir jetzt hier Badewanne. Badewanne. Hier. Baden. So. Wieder im Inventar. Danke. Ich lasse die einfach in meinem Inventar, oder? Die Toilette soll ich vielleicht auch benutzen. So, und dann wollen wir noch was zu essen, das wir uns nicht leisten können. Ab wann können wir aufmachen? Vielleicht gibt es ja was für 10. Ich fürchte nicht. Oh, was für ein furchtbarer Tag. So, bin da. Hallo? 15, ja, okay. So, ich esse vom Boden. Ist gar kein Problem. So, ein bisschen besser ist das schon mal. Wieso läuft eigentlich so eine Musik? Naja. Ich hätte auch mein Bett vielleicht im Inventar lassen sollen. Naja. Egal. So, jetzt nach Hause fahren bringt, glaube ich, nicht mehr viel, oder? Nö. Ich fahre jetzt auch nicht mehr nach Hause. Ich muss ja jetzt dieses eine Regal da noch einräumen. Es wird schon okay sein. Ja, ist ja doch. Wird schon okay sein. Licht einmal aus. So. Alles gut? Ja. Alles super. So. Hat jetzt geklopft. Keine Ahnung. So, hier ist noch alles fresh, ja? Klar. Alles fresh. So, wir stellen hier mal Zucker hin. Und wenn wir damit irgendwann fertig sind, ist wahrscheinlich eh schon so weit, dass wir aufmachen können. Hallo? Kannst du bitte? Gut, dann stehe ich halt hier hin. Wir könnten ja auch mal das. Da einstellen. Ja, gut, stellen wir den Zucker halt so hin. Bitte. Ey.
Man kriegt aber so langsam ein bisschen. Also so langsam wird man schneller im. Huch. Im Regale ausstraffieren mit Sachen. So, bist du da? Nee. Komm jetzt, ich hab Hunger. Können wir vielleicht. Kommen die dann jetzt auch? Warte mal. Ach! Da bist du ja wieder, Ed. Ed ist wieder da. Ist ja schön. Wieso steht eigentlich die hier? Hatte ich die nicht hier hingestellt? Komische Sachen. No, Oliven, hast du dir mal unser reichhaltiges Angebot angeguckt? Was willst du denn mit Oliven? Kauf was, ich hab Hunger. Ja? Danke. Der Pommes ist aber noch nicht genug. Eigentlich muss man die Leute da hinten beobachten, ne? Warte mal. Ich guck mal, wie die Leute hier übereinander hüpfen. Guck mal, da sind auch noch welche. Ist der nackt? Wie die sich angucken. Stehen bleiben. Komm, fliegt. Flieg doch noch mal. Ihr zwei? Nee. Die wollten auch nicht fliegen. Ihr fliegt doch sonst so oft. Nur Weizenkeks, ey. Oh, der tanzt ein bisschen. Werden das immer mehr Leute? Irgendwie habe ich das Gefühl, da waren eben noch nicht so viele. Danke. So, warte mal. Kann ich bei dir bitte was essen? Aber teures Essen. Warum? Ist das besonders gut, mein Essen? Banane sold. Weißt du, anstatt, dass ich hier die Bananen mehr essen kann. Aber nein, ich kann die nicht essen, ne? Ne, ich kann die nicht essen. So, steh wieder hin. Ha, jetzt reicht's. Sehr gut, einmal satt gegessen. Ah, ist das schön. Ja, ich glaube, ich kann mich jetzt hier hinten hinstellen in die Ecke, das noch ein bisschen beobachten, aber für dieses Video war es das. Ich meine, ich bin schon sehr, wir haben sehr viel aufgenommen. Wir haben $1 in der Hand, in der Handtasche, in der Tasche. Es kommen, glaube ich, bald Rechnungen auf uns zu. Weil wir ja jetzt auch noch unser Dings jetzt bei der Bank zurückzahlen müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass da ein paar Schläger kommen, wenn wir. Wir haben minus 100. Das geht. Okay. Ja, gut, dann kommen die Schläger ja noch nicht. Obwohl wir haben immer noch Schulden bei der Bank, ne? Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Ich finde, dieses Spiel hat noch ein paar Schwierigkeiten. Aber es macht doch schon Spaß. Und ich glaube, so als Aufbauspiel gar nicht schlecht. Die Charaktere müssten eigentlich noch ein bisschen bearbeitet werden. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung, ob das jetzt im Early Access ist oder nicht. Ich hoffe. Und, boah. Die Körperhaltung wäre vielleicht gut, wenn sie die Körperhaltung von den Leuten noch ein bisschen ändern könnten. Weil wie gesagt, ne, so Brust raus, Arme auseinander, die sehen alle aus, würden die jemandem ein paar aus mal hören wollen. Die Körperhaltung macht's, ich sag's euch. Aber egal. Schönes Spiel, verbesserungswürdig, an manchen Stellen. Aber durchaus viel Potenzial, finde ich. Mir gefällt's.
Ich, ja, mein allgemeines Resümee, mir gefällt's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder auch ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von irgendwas wieder. Bis dann. Tschüss.